In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Und los geht's! Hallo da drüben! Oh! Kommt nicht lang... Tja, das ist die Oh! Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Hallo, Edna. Dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna, nicht! Es ist eine Falle! Das Cape von Captain Unbrauchbar ist rot. Sein Anzug ist weiß. Pass auf, nützlich Boy! Sie dürfen nicht zusammen in die Waschmaschine! Sieh mal, Harvey, Wäsche. Sind es lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns... Nur der obligatorische Bringt eure Löffel zurück in die Mensa-Aushang. Guck mal, Harvey, eine Pinnwand. Yippie! Meine Drittlieblingswände. Gleich nach Vorwänden und Einwänden. In diesem Bild hängt Captain Unbrauchbar ein Foto vom Honkmobil ans schwarze Brett im Supermarkt. Sehr gelungen. Eine Ansichtskarte aus Vladwakistan. Sieh nur! Der Außenminister hat die Briefmarken mit seinen eigenen Eckzähnen entwertet. Hier steht, der Mond fällt auf die Erde. Besorgniserregend. Das ist eine Anmeldung zur Gruppentherapie. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Was hältst du davon, Harvey? Reisen wir auch nach Vladwakistan? Bitte! Vielleicht, wenn wir hier endlich raus sind. Yippie! Was hältst du davon, Harvey? Der Mond fällt auf die Erde? Unheimlich. Ich bin allergisch gegen Papierkram. Wollen wir Aktensortieren spielen, Harvey? Oh, das haben wir früher oft gespielt. Aber ohne Alfred und ohne Rasenmäher macht das keinen Spaß. Unbrauchbar braucht keine Akten oder anderen Papierkram. Außer die Tankstellenbons fürs Honkmobil. Die kann er von der Steuer absetzen. In diesem Bild klebt Captain Unbrauchbar eine Haftnotiz an den Kühlschrank. Milch ist alle. Bitte nachkaufen. Das klingt nach einer neuen, spannenden Mission für Nützlich Boy.
Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, dessen Krankengeschichte gucke ich mir an. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier? Eine rote Katze. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Droggelbecher. Erstes Haustier? Ein grüner Hund. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Peter. Erstes Haustier? Ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Hoti. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Ein richtiges Inferno. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen den Fahrkartenkontrolleur. Niemals! Harvey ist mein bester Freund. Was hältst du davon, Harvey? Den brauchen wir nicht. Ich habe auch so alles unter Kontrolle. Meinst du? Na klar, vertrau mir. Hier sieht's aus, wie bei Uri Geller unterm Sofa. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Was hältst du von diesen Löffeln, Harvey? Meine sind größer und weniger verbogen. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen ein schwarzes Loch. Sei vorsichtig mit Nadel und Faden, nützlich Boy. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Emilio Sanchez di Mubelfrup. Aber die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist?
Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Almelio. Kapiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig einen Löffel dabei, oder? Und? Wie geht's voran? Um ehrlich zu sein, miserabel. Ich bin auf eine Sicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht zufällig... Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Und der ist sturer als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Viel Glück. Ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Ich hasse diese Dinger. Captain Unbrauchbar hat für jede Tür den passenden Schlüssel. Leider hat er selten die Zeit, alle durchzuprobieren. Da steht Willkommen drauf. Die Matte ist so rumgedreht, dass man es lesen kann, wenn man rausgeht. Ob das Sarkasmus sein soll? Mal, Harvey, da steht Willkommen. Dann muss dahinter die Freiheit sein. Denn in der Freiheit sind alle Menschen willkommen. Muss man sich die Schuhe abputzen, bevor man in die Freiheit geht? Nein, keine Angst. Die Freiheit hat diesen weißen Teppich, den jeder schmutzig machen darf. Darin bewahrt man für gewöhnlich Besteck auf. Vier Buchstaben zwischen mir und dem Horizont. Topf. Siehst du diesen Topf, Harvey? Vergiss den Topf. Wir kochen unsere eigene Suppe. Der kommt mit. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Ah, heute gibt's Wünsch dir was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Handtücher, Schmandtücher, Fitzi-Fatzi-Pfannentücher. Asbestbeschichtete Topflappen. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's.
Na gut, trennen wir die beiden Lappen. Bitte nicht. Manche Dinge gehören einfach zusammen. Wie alte Dame und Hund. Oder Münze und Einkaufswagen. Pickel und Teenager. Topflappen und Topflappen. Oder du und ich. Ach, Harvey, das war süß. Gute Idee. Jetzt funkelt sie wie eine vom Blitz getroffene Nacktschnecke. Senf, E005, E007, Benzolsäure, Kerosin, Warnung, leicht entflammbar, Senf nur für die Viehzucht oder für die Bundeswehr. Ketchup, E001, Cadmium, Tomatenersatzstoffe aus Uranrückständen, Ketchup für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ketchup ist kein Lebensmittel und nicht zum Verzehr geeignet. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll.